überlegt ja jetzt generell in unserem Lande, wie denn die Obrigkeit mit dem Volk wieder zu versöhnen sei. Also das fände ich toll, wenn das Volk über den Bundespräsidenten abstimmen könnte. Und ich schlage hier vor unseren wunderbaren Friedrich Schorlemmer. Applaus bitte. Ja. Weil der Mann ist absolut integer und er ist auch heute kritisch. Das finde ich so großartig. Der ist auch ein großer Zweifler. Ja, und sich anderthalb Stunden mit dem unterhalten zu dürfen, es war einfach großartig. Naja, das Volk hat ja schon lange nicht mehr zu sagen. Das ist ja das, der Punkt, warum die Leute verrückt werden in der Birne. Ja, natürlich. Furchtbar. Wenn schon Leute sagen, pass auf, was du da sagst, fühle ich mich an finsterste Zeiten erinnert. So war es 89. Und wir sind dann in 89. Ja. Wir haben dann in 89 hinter der Gardine gestanden, damit wir jetzt Angst haben müssen. Die 95 Thesen, da sagst du ja, das ist eine These von dir, da hätte eigentlich noch mehr kommen müssen. Warum hat denn der bei 95 aufgehört? Ja, das müssen wir den Luther fragen, das weiß ich nun nie. Ich finde es aber auch toll, dass man jetzt sagt, welche These wäre denn für uns wichtig. Ne? Mhm. Also ich hätte noch eine These, warum schweigen wir nicht, warum platzen wir nicht, ja? Warum schweigen wir? Mhm. Das meinte ich mit der Angst, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Wozu schweigen wir? Die Zustände in unserem Land. Ich sag mal als Beispiel. Welche Zustände meinst du? Die Zustände, dass was in unserem Land ist wie eine Lähmung. Das geht, ich merke das schon natürlich. Also ich empfinde es so. Deswegen bin ich auch vielleicht ein bisschen aufgeregt. Also ich finde es zum Beispiel überhaupt nicht in Ordnung, dass man fremden Kulturen die Heimat wegbombt. Ja, das Geld ist von deutschen Steuerzahlern, ich sage jetzt mal deutsch, Leute, die alle, die das hier erarbeiten. Und dann wundert man sich, wenn die Leute kommen und sagt, scheinheilig, ihr seid alle herzlich willkommen. Und diese Barmherzigkeit ist für mich Heuchelei. Mhm. Wo sitzen die Leute der Rüstungsindustrie? Ja, über die haben wir zu sprechen bei Hart aber fair und bei Anne Will und wie sie halt. Und das verstehen die Leute nicht. Ja, niemand ist gegen Fremde oder so, das stimmt nicht, hier wird auch etwas gesät, so sind die Sachsen nicht. Entschuldige, dass ich das so sage. Das wird uns auch was untergejubelt, da hat man Entschuldigen gefunden. Ich finde das unmöglich. Ja, man kann dann immer gerne auf den Finger, das sind die Sachsen. Nee, das sind die Ancient, die das Maul aufmachen. Wieso bezahlt die? Nein. Ja, Uwe, ich glaube, das ist doch ein bisschen durchaus diffiziler, die Situation. Also das, Pegida gibt es nicht nur in Sachsen, das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Mal von Pegida. Aber es wird doch immer so, entschuldige, es wird immer gesagt, das sei die Minderheit. Ich behaupte, und jeder, der fühlen kann, merkt, es ist nicht die Minderheit, es ist die Spitze des Eisberges. Es ist die Spitze des Eisberges. Ich wohne in Berlin-Schöneberg. Bei uns ist das alles ein bisschen anders. Du seid doch froh, du wohnst dort, ich wohne da. Ist doch gut. So, da ist, warte, dann, nee. Was ist nee? Was ist das? Das ist einfach nicht so. Ja, aber also, Moment, du wohnst aber auch in der Ostprignitz? Ich wohne auch in der Ostprignitz und auch da ist es anders. Ja, auch da sind die Menschen nicht so und die sind auch nicht so gegen Fremde. Die Menschen, es gibt nicht, wir sind Nein, alle... Nein, natürlich, es gibt auch nicht die Sachsen, das sagt auch keiner, die Sachsen. Ihr habt ein paar Leute in Sachsen, in ein paar Dörfern, die sind einfach wahnsinnig ungute. Sie sind Schläger, sie sind übel Furchtbar. Drauf, sie sind gibt's ungebildet. Keine, ja, und schlagen drauf los. Aber deswegen sage ich noch, die Sachsen, ich habe hier in Leipzig gedreht, tolle Leute, ich habe jeden Tag genossen. Also diese Art von Verallgemeinerung, die Nossen Deutschen oder so... Funktioniert nicht, nie. Hab ich auch funktioniert nicht nie. Also das wäre immer mit. Ich finde auch diesen Randgruppen sollte man irgendwann einfach verbieten, so aufzutreten, wie sie das tun. Ich finde das gefährlich. Völlig richtig. Grenzen und ich meine, einfach, wenn am Tag der Einheit ja ein paar merkwürdige Menschen die Kanzlerin mit ihrem Geschlechtsteil rufen, ist das natürlich unterste Schublade. Mhm. Gibt es überhaupt keine Frage. Ja, wenn das Herr Böhmermann macht, ist das Satire. Aha. Mhm. So. Ich will natürlich damit sagen, was will ich damit sagen? Damit kann man ja wunderbar ablenken, wieso sich die Regierung mit Scharfschützen absichern muss am Tag der Einheit. Ich habe gedacht, ich erkenne meine eigene Stadt nicht wieder. So war das 89 nicht. Also was hier passiert, ist sehr, sehr merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Und aber über die eigentlichen Probleme muss man auch nicht mehr diskutieren. Ich sage es nochmal, 11% Rendite bei der Rüstungsindustrie. Die Rüstungsexporte haben zugenommen um 4 Milliarden. Und wer ist der Chef der ganzen Sache? Sigmar Gabriel. Also entschuldige, die Parteien haben für mich durch die Bank versagt. Sie bescheißen das Volk. Durch die Bank. Ob man das wiederum so pauschal Moment, sagen kann, Moment, ist eine ganz nur mal als Geschichte. Beispiel, jetzt, weil mir es gerade einfällt. Unsere Medien. Ständig höre ich,
die rechtspopulistische AfD. Sagt irgendjemand die pädophilen Grünen, ja, oder die verfassungsfeindliche CDU? Es wird immer für die Schwererziehbaren die rechtspopulistische AfD. Ich bin nicht schwer erziehbar und ich verbiete mir so eine Art von Propaganda. Das mag ich auch nicht. Und wunderst du dich dann, warum dann die wiederkommt und sagt, der Steinle ist unser Mann? Ich habe mit Pegida nichts zu tun. Aber wunderst du dich darüber? Du hast dich darüber ja echauffiert. Nach dem letzten Mal hier warst, hast du gesagt, ja, hier, ich möchte nicht in den Topf von Pegida geworfen werden. Nein. Aber wenn du sowas sagst, dann ist doch klar, was die da am Montag machen. Die sagen, Mensch, der Steinle ist unser Mann. Willst du das? Willst du das wirklich? Dass die da auf dem Theaterplatz des Pegida sagt, der Uwe Steinle, guck mal, was der bei Riverboat gesagt hat. Der hat nämlich gesagt, das darf nicht mehr gesagt werden. Und dann stellen die dich da hin und sagen, der Steinle ist aber super. Und dann kommst du und sagst, das will ich aber gar nicht. Ja, ich kann doch aber nichts dafür, wenn die mich zitieren. Also entschuldige, da bin ich, was heißt, ich habe bei Pegida, da laufen Leute aus Bayern mit. Wichtig ist, dass man spricht über was die Leute bedrückt. Das ist wichtig. Und entschuldige, nur mal vom Gefühl her, da laufen Leute seit 2 Jahren, jeden Montag, die haben alle Familie, die haben Kinder. Denkst du, die haben da was anderes zu tun, als sich da jeden Tag hinzustellen? Und ich muss mal sagen, ich habe 1, 2 Sachen beobachtet dort bei Pegida. Die einzigen, vor denen immer, die wirklich geschützt werden mussten, das waren leider Gottes Antifa und das waren leider Gottes mit Buttersäure. Die Polizei musste die schützen. Es ist absurd. Und ich lehne jede Art von Gewalt ab. Ich bin ein absoluter Pazifist und ich mag keine Gewalt. Andrea Sawatzki? Nee, das ist mir eine zu große Verharmlosung dieser ganzen Gruppierung. Das mag ich nicht. Also,